this guy. He was turning me crazy, crazy, crazy all night. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. Du möchtest deine Vocals im Mix bzw. auch andere Elemente wie Gitarre und so weiter breiter im Mix darstellen? Dann ist das Video hier genau richtig für dich. Bleib dran, ich werde dir hier drei Sachen zeigen bzw. drei Schritte, mit denen du zu diesem Erfolg kommen kannst, dass du aus einer Spur eine breitere Version machst. Dabei muss man auch sagen, das klappt natürlich auch mit mehreren Spuren. Wenn ihr noch einen großartigen Chor-Effekt haben wollt, könnt ihr das dementsprechend auch anwenden. Das wird sich dementsprechend nur multiplizieren und dann dementsprechend noch größer klingen. Und das zu erreichen, wirklich breite Vocals oder breite Elemente im Mix hinzubekommen, ist gar nicht so schwer, doch viele gehen an diesem Punkt falsch ran. In der Regel ist es so, dass Leute denken, es muss unbedingt großer Hall sein, Riesenhallräume, Kathedrale, dies, das, ja. Das bringt euch mehr Tiefe in den Mix, diese großen Hallräume, das schon mal vorweg. Aber wir werden hier auch Hall nutzen, aber nicht mit großen Hallräumen. Denn wie gesagt, diese bringen Tiefe, wir wollen eher in die Breite gehen. Und dafür nutzen wir einen kleinen, schmalen Hallraum. Und ich werde hier in diesem Video auch wirklich nur jetzt Stock-Plugins von Logic nutzen, einfach um zu demonstrieren, ihr braucht da keine teuren Effekte dafür oder externe Geräte oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eher das Wissen, was dahinter steckt, wie man diese Breite psychoakustisch quasi herleiten kann und dass ihr das dann bei euch in jedem Mix und auch mit jedem Programm anwenden könnt. Achso, ich zeige euch erstmal, was ich hier mitgebracht habe für einen Song. Der ist von Josie, nennt sich Suffocating, ist von mir produziert, aber hier noch nicht gemischt, also noch sehr trocken alles. Once I met this guy. He was turning me crazy, crazy, crazy all night. Okay, also die Stimmen sind schön klar erstmal aufgenommen, aber die Stimme ist zwar sehr schön, ja, sag ich mal, präsent in der Mitte, aber wir wollen dem Ganzen noch mehr Fülle geben. Jetzt bei diesem Beispiel hätte ich noch alternative Varianten, um das breiter zu machen, aber wir werden es hier in diesem Fall halt psychoakustisch darstellen, weil das manchmal nicht der Fall ist oder man gerade noch mal so dieses Extra-Quäntchen will. Und wie gesagt, man kann das natürlich auch auf verschiedene oder mehrere Spuren anwenden und dadurch wird alles dann dementsprechend breiter. Ich setze mir mal Kopfhörer auf, weil dann kann man das in der Regel noch ein bisschen besser einschätzen. Also kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr Kopfhörer gerade zur Hand habt, setzt die auf, dann könnt ihr das ein bisschen besser verfolgen. So, ich werde jetzt erstmal einen Sound-Effekt erstellen. Und zwar nehme ich da immer Bus 11. Das ist so für mich mein Go-To-Bus für Effekte und dann alles, was drunter kommt. Aber das könnt ihr auf jeden anderen auch machen. Wichtig ist, dass ihr diesen Effekt halt eher dazu fahrt, als das hier insertiert, weil dann könnt ihr das nicht ganz genau abstimmen. So, den drehen wir mal auf. Und dann insertiere ich jetzt einfach mal hier wirklich so ein ganz simples Reverb-Plugin. Wo haben wir sie? Hier sind sie. Nehme ich hier einfach den Silververb, also wirklich ganz, ganz billig. Und das Einzige, was wir hier machen, erstmal Wet auf jeden Fall auf 100 stellen. Ja? Also das heißt, dass wir hier wirklich auf dem Send nur das Wet-Signal haben. Und die Size werden wir ändern. Wir werden da, ich gehe das gleich mal durch. Wir fangen mal hier bei dem Großen an, also sehr groß, 200 ist die Größe des Raums und dann gehe ich mal runter und ihr könnt ja mal gucken, wie ihr euch diesen Effekt, ja wie er auf euch wirkt, umso kleiner der Raum wird. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. I thought about him all the time. What is he doing now? And maybe thinks about me at some time. I couldn't get him out of my head. I tried to impress him to get. Also ich denke, hier wird es deutlich, umso länger der Hall ist, leider stockt das Plugin hier, wenn man irgendwie die Size ändert, warum auch immer. Aber ich denke, es wird deutlich, wenn ihr einen langen Hall habt, klingt es erstmal relativ verwaschen. Es klingt zwar auch auf eine gewisse Art und Weise breit, aber es geht mehr in die Tiefe und klingt zu verwaschen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Das wollen wir nicht unbedingt nutzen, sondern wir wollen wirklich diese
intime Breite, nenne ich sie jetzt mal, also wirklich so dieses klare, verständliche in die Breite gezogen haben. Und dafür nehmen wir hier einen Kleinraum. Was ich hier noch mache, ist den High-Cut wieder zu eliminieren, weil den brauchen wir auf jeden Fall nicht an der Stelle. Kommt ihr, das ist dann Schritt 3, da kommen wir dann später dazu. Low-Cut ist immer gut, weil das sowieso alles nur zumüllt. Das könnt ihr so lassen und das könnt ihr halt wirklich auch mit jedem Plugin machen. Man könnte jetzt nochmal hier mit der Pre-Delay-Time ein bisschen spielen eventuell. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. I thought about him all the time. What is he doing now in May? Ja, und dadurch, dass man die so ein bisschen länger macht, die Pre-Delay-Time, das bedeutet, wann der Reverb-Effekt einsetzt, wirkt es direkt noch so ein bisschen mehr gedoppelter, ja. Also wie so Doublings halt, die man halt extra aufnimmt, weil es dann nicht ganz exakt ist. Und dadurch kriegt man nochmal ein bisschen mehr Breite, klingt zumindest etwas offener nochmal. Und das ist Schritt 1, also kleiner Reverb, ja, und etwas die Pre-Delay-Time einpassen. Ja. Das ist der erste Schritt. Dann gehen wir weiter. Und zwar wollen wir an der Stelle dieses Signal einfach nochmal verbreitern und das dann tatsächlich wirklich mit so einem Stereo-Gerät. Da kann man natürlich jetzt verschiedenste Varianten geben. Da gibt es kostenlose Anbieter-Plugins. Ich nutze ganz gerne tatsächlich auch jetzt speziell den von Ozone, den Imager heißt der, glaube ich. Der macht es sehr breit. Aber wie gesagt, wir machen das hier einfach mit Standard-Plugins, denn das wird auch gut klingen. Und dafür nehmen wir hier einfach bei Logic jetzt, der ist bei Modulation, den Spreader. So, und da hören wir mal rein. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy. Der öffnet das halt nochmal so ein bisschen. Wir können das mal nur solo hören, ohne das Heilgerät. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy. Klingt halt so ein bisschen phasig. Ihr könnt natürlich da auch andere Effekte nutzen. Auch sowas wie Chorus oder sonstige Sachen funktionieren eigentlich auch sehr gut im Zusammenhang damit. Aber meist auch relativ künstlich, wie auch hier quasi der. Jetzt an dem Fall, aber wir können hierzu mal Doubling-like Vocals können wir nochmal nutzen. Also einfach mal die Presets hier durchgehen, aber der klingt tatsächlich ganz gut dafür. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy. Ja, und dadurch kommt auch wieder nochmal ein bisschen mehr diese Verzögerung und dieses Doppelartige halt raus. Und wenn man sich das zusammenhört mit dem Reverb und dem Spreader. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy. Ja, und gerade durch dieses Preset, hören wir nochmal rein, kriegt es einfach nochmal eine deutlich breitere Ebene. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. I thought about him all the time. Geht halt noch mehr auf die Seiten so, gerade wenn es ein bisschen lauter wird. Also ein ganz schöner Effekt. Also das sind die ersten zwei Schritte, der Spreader. Und jetzt kommen wir gleich zum dritten Schritt. Falls euch das Video gefallen hat bis hierhin und ihr schon richtig was gelernt habt, gebt dem ganzen Video einen Daumen nach oben, denn dann zeigt ihr mir damit, ja, dass euch das gefallen hat, dass euch das weiterhilft und dann kann ich mehr in diese Richtung produzieren. Schreibt es mir auch gerne nochmal in die Kommentare. Und ja, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall abonnieren. Und Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr Kurzzusammenfassungen von den Videos haben wollt oder auch Vocal Templates haben wollt. Da findet ihr alles da. Ja, so, jetzt geht's weiter. Und zwar der dritte Schritt ist einfach nochmal, bedeutet sozusagen nochmal die Intimität, diesen Glanz nochmal hervorzuholen. Und wenn wir Stichwort Glanz haben, ist es in der Regel immer irgendwas mit den Höhen. Und ja, so ist es auch in dem Fall. Ich nehme hier einfach einen Standard Logic Equalizer und wir machen einen High Shelf. Und ich fahre den einfach mal dazu und ihr könnt mal gucken, ja, wie sich das nochmal öffnet. Oder halt auch nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. I thought about him all the time. What is he doing now? And maybe thinks about me at some time. I couldn't get him out of my head.
tried impressing to get him. Also ich denke, es wird sehr deutlich, wie viel breiter das nochmal wird. Natürlich sind diese Doubles jetzt viel zu laut, das muss man halt auch sagen. Und ja, wir steuern die jetzt einfach nochmal ein bisschen aus, so dass sie halt gut dazu klingen, dass sie einfach diese Breite geben, aber nicht so offensichtlich laut sind, denn dann klingen sie sehr künstlich natürlich. Aber wenn man sie in gewissem Maß dazu führt, werdet ihr merken, es gibt dem Ganzen einfach die nötige Fülle. Ich werde das jetzt dazu mischen und dann einmal an- und ausmachen, dass ihr einfach diesen Unterschied hört. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. I thought about him all the time. What is he doing now and maybe thinks about me at some time. I couldn't get him. Also ich denke, hier wird es deutlich klar. Ich würde den jetzt tatsächlich noch einen Tick leiser machen. Jetzt natürlich hier für YouTube, ja, übertreibe ich immer ein bisschen die Einstellung. Ich würde den ein bisschen leiser noch machen. Aber ich denke, ihr merkt, gerade wenn man das an- und ausmacht, was für ein Unterschied das auch auf den Saiten ist. Gerade wenn ihr das auch jetzt mit Kopfhörern hört, das ist halt wirklich ein unfassbarer Unterschied. Und dadurch kriegt ihr halt einfach nochmal diese Panoramaebene rein. Man kann das dann natürlich auch noch ergänzen mit einem weiteren Hall, der dann vielleicht ein bisschen länger ist und die Stimme mehr in die Tiefe zieht. Und so habt ihr wirklich einen dreidimensionalen Raum abgebildet. Und ja, wir hören einfach nochmal rein, nochmal an und aus. Once I met this guy, he was turning me crazy, crazy, crazy all night. I thought about him all the time. What is he doing now and maybe thinks about me at some time. I couldn't get him out of my head. I tried impressing to get him, 'cause he was all I thought I want. I wanted to let. Also was man hier noch sagen muss, ist, dass ich jetzt die Höhen wahrscheinlich nicht ganz so krass hier anheben würde. Es ist natürlich jetzt, wie gesagt, ja, hier für das Beispiel besser zu hören. Ich würde sie nicht ganz so krass anziehen, beziehungsweise würde hier vielleicht sogar noch einfach so ein De-Esser einfach hinten ran packen, denn man merkt natürlich, bei diesen kleinen Räumen ist es so, dass die Reflexionspunkte sehr eng beieinander sind und dadurch kommen gerade diese S-Laute, man hat. Ja, und das ist natürlich ein bisschen unschön, klingt ein bisschen unkontrolliert und da würde ich da dementsprechend nochmal anpassen. Aber, wie gesagt, das sind die drei Schritte. Ihr braucht einen kleinen Hall, ihr braucht was Spreader-mäßiges, Imager-mäßiges, einfach um es mehr auf die Seiten zu ziehen, beziehungsweise auch so ein bisschen diesen Doppelungseffekt. Jetzt habe ich hier einen Spreader genommen, der ein bisschen anders funktioniert jetzt als der Ozone-Imager, aber im Endeffekt macht er das auch nochmal breiter. Dann könnt ihr das Ganze nochmal mehr nach vorne heben, wenn ihr ein EQ nutzt, ein High Shelf, ja, der da ordentlich nochmal reinpustet. Und ja, so bekommt ihr breitere Vocals hin. Aber wie gesagt, das funktioniert mit allen möglichen Instrumenten auch. Ja, auf Gitarre funktioniert das zum Beispiel auch richtig gut. Und da bekommt ihr dann schöne, breite Audioelemente in euren Mix rein. Ohne jetzt großartig zu doppeln. Das ist halt einfach nochmal ein anderer Effekt. Das kann man auch gar nicht so wirklich miteinander vergleichen, finde ich. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch auf verschiedensten Doppelungen einfach nutzen, um diesen Effekt zu erzielen, um ihn noch größer zu machen. Aber ich hoffe, das war hilfreich für euch. Falls ja, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich extrem freuen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Dann solltet ihr es auf jeden Fall jetzt tun, denn hier gibt es mehr Tipps und Tricks rund um die Themen Mixing, Mastering und Musikproduktion. Und wenn ihr mir bei Instagram noch nicht folgt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Denn dort gibt es Kurzzusammenfassungen von diesen Videos hier, inspirierende Studiobilder. Und falls du irgendwie Fragen zu Equipment hast, was du dir gerade kaufen willst, kannst du mir da gerne auch nochmal eine Frage stellen. Aber wichtig, auf jeden Fall mir folgen, denn dann schreibe ich dir in der Regel schneller zurück. Also, das war's zu diesem Video. Falls du mit deinem Mix allgemein noch nicht zufrieden sein solltest, dann kann ich dir wirklich meinen Newsletter empfehlen. Dort bekommst du, wenn du dich einträgst, gleich am Anfang die 5 besten Mixing-Tipps von mir in Form eines kleinen E-Books sozusagen, in einer kleinen Zusammenfassung und dann jede Woche im Newsletter einen weiteren Mixing-Tipp obendrauf, sodass du deine Mixing-Ergebnisse deutlich verbessern kannst. Falls dir das irgendwie nicht weiterhelfen sollte und du merkst nach 3-4 Wochen, ja,
kenne ich alles schon, ist nicht mein Ding, kannst du dich natürlich jederzeit wieder problemlos abmelden. Gar kein Problem. Das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos, beziehungsweise du musst halt deine E-Mail-Adresse einmal eintragen, damit ich dir den Newsletter zuschicken kann. Das ist alles. Und ja, also ich hoffe, das ist interessant für dich. Ich bin Philipp von abmischenlernen.de. Ciao.